fliege nach London. Ich zeige euch, was ich alles mitnehme. Schock beim Flughafen. Wo ist mein Flugzeug? Gott sei Dank ging alles gut aus. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie alles begann. Ich fliege heute nach London. Den Koffer habe ich schon gepackt. Ich kann euch aber zeigen, was ich in meinem Rucksack habe. Oh, meine blaue Jacke. Das ist eine Regenjacke, weil in London regnet es immer. Hier noch mein Baby- und Tina-Buch. Und hier mein Aufbewahrungsbuch. Da kann ich Bilder reintun. Und die Bilder werden von meiner Kamera gemacht. Tada! Und ich habe auch Kopfhörer. Oh, hier habe ich noch einen Malblock. Ein Aufladegerät. Einfach so alles, was ich so brauche. Geschafft! Juhu! Wir sind rechtzeitig beim Flughafen angekommen. Hinter mir hat ein feiner Mensch eine Lehrerin geheiratet. Ich liebe Zeitschriften. Ich schaue mich erstmal um. Ich suche nach den Kinderzeitschriften. Oh mein Gott, sind das viele. Eigentlich ist das Wichtigste bei den Zeitschriften die Spielsachen. Und das sind so viele. Oh nein, das, was ich suche, ist, glaube ich, nicht dabei. Ich hatte früher mal so ein kleines Ei. Da kann man sich um Tiere kümmern. Aber ich habe es dann kaputt gemacht. Aus Versehen ist es immer runtergefallen von meinem Schreibtisch. Wir sind rechtzeitig da. Alles ist perfekt. Aber wo ist mein Flugzeug? Dort, wo es stehen soll, sind nur viele Anhänger für Koffer. Und das ist es auch, aber Gott sei Dank habe ich meine Regenjacke dabei. Warten macht hungrig, aber mein Sandwich ist nicht so lecker, wie es aussieht. Da ist eine komische Tomatensauce drauf. Oh nein, mein Flugzeug hat 2 Stunden Verspätung. Ich freue mich so sehr auf London. Gott sei Dank habe ich ein Buch mitgenommen. Jetzt kann ich es lesen. Eines breiten Flusses und. Das hört sich an wie Spanisch und Englisch zusammen. Ich habe gar kein Wort verstanden. Aus 2 Stunden Verspätung wurden 8 Stunden verspätet. Wir warten schon den ganzen Tag auf dem Flugzeug. Ich habe mir eine kleine Stärkung abgeholt. Es ist Nacht und kein Flugzeug ist da. Nur daneben. Das gehört aber nicht zu uns. Leider. Mir ist so langweilig und mir ist so langweilig. Ich bin müde, müde. Was soll ich jetzt? Ich
dachte, wir fahren Flugzeug, aber jetzt fahren wir doch Bus. Aber die Aussicht ist sehr schön. Mit mir sind noch viele andere Kinder unterwegs. Und auch ganz, ganz kleine. Sie läuft ein Disco Girl um Mitternacht. Ich bin ganz aufgeregt. Gleich geht's los. Die Stufe vom Flugzeug ist ein bisschen hoch. Jetzt sind wir drin. Oh mein Gott, die Frau will meine Jacke haben. Etwa um 3 Uhr nachts sind wir im Hotel. Wir sind da beim Hotel und das ist mein Zimmer. Ich weiß nicht genau, wie wir hingekommen sind. Ich habe die Hälfte der Strecke geschlafen. Die Roomtour habe ich deshalb am nächsten Tag gedreht. Komm mal mit rein, ich zeig dir jetzt alles. Hier ist das Badezimmer. Muss ich erstmal hier. Waschbecken und Dusche. Und hier ist noch ein Sofa. Und noch so ein Tisch. Und hier ist mein Bett. Da schlafe ich heute Abend. Ich muss noch das Bett ausprobieren, ob es auch gemütlich ist. Hey! Schön weich. Ab in die Stadt. Warten gerade auf ein Taxi, denn wir wollen in einen Schlosspark gehen. Ich dachte, in London regnet es immer. Aber jetzt haben wir blauen Himmel und Sonne. Es scheint richtig toll, die Sonne. Ist das schön, ja? Oh, ein Schwan. Ich möchte jetzt ein bisschen fotografieren, dass es schön aussieht. Ich hoffe, ich kann es auch. Der Tag hat schon mal toll begonnen. Was ich sonst so erlebt habe, zeige ich euch das nächste Mal. Tschüss!